Dieses Video beschäftigt sich mit dem Thema Ionenreaktion und Brønsted-Gleichung. Ich möchte Ihnen die Antwort auf die Frage, die Reaktion zwischen den gleichnamigen Ionen A+ und B+ wird durch Zugabe von Inertsalz schneller oder wird durch die Zugabe von Inertsalz langsamer erläutern. Dazu schauen wir uns erst einmal den Ablauf einer Reaktion nach der Eyring-Theorie an. Diese besagt, dass eine Reaktion aus der Bildung und dem Zerfall eines aktivierten Komplexes besteht. Schauen wir uns dies einmal grafisch an. Dabei ist der Stabilitätsunterschied zwischen den Ausgangsstoffen und dem aktivierten Komplex entscheidend. Die Stabilität des aktivierten Komplexes kann durch Zugabe von Inertsalz erhöht werden, indem eine Erniedrigung der Aktivierungsenthalpie erreicht wird. Dies führt dann zur Beschleunigung der Reaktion, denn die Zugabe von Inertsalz hat eine Erhöhung der Ionenstärke zur Folge, was zu einer dichteren Ionenwolke um den aktivierten Komplex führt und dieser somit stärker mit der Umgebung in Wechselwirkung tritt. Wendet man die Eyring-Theorie auf die Reaktion zwischen Ionen an und kombiniert sie mit der Debye-Hückel-Theorie, so erhält man die Brønsted-Gleichung bzw. die Gleichung für den primären Salzeffekt. In Worten sagt diese Gleichung Folgendes aus. Wenn bei einer Reaktion ein Ion mit einem Neutralteilchen reagiert, ist der entstandene aktivierte Komplex gleichgeladen wie die Ausgangsstoffe. Durch die Zugabe von Inertsalz wird der aktivierte Komplex gleichermaßen stabilisiert wie die Reaktanten und somit wird die Reaktionsgeschwindigkeit nicht verändert. Wenn hingegen ungleich geladene Ionen miteinander reagieren, ist der aktivierte Komplex niedriger geladen als die Ausgangsstoffe. Durch die Zugabe von Inertsalz werden die Ausgangsstoffe stärker stabilisiert als der aktivierte Komplex. Und somit wird die Reaktion verlangsamt. Wenn hingegen gleichartig geladene Ionen miteinander reagieren, ist der aktivierte Komplex höher geladen als die Ausgangsstoffe. Wenn bei dieser Reaktion Inertsalz hinzugefügt wird, ist der aktivierte Komplex stärker stabilisiert als die Ausgangsstoffe und die Reaktion wird damit beschleunigt. Somit haben wir auch die Antwort auf die Ausgangsfrage dieses Videos ermittelt. Und zwar wird die Reaktion zwischen den gleichnamigen Ionen A+ und B+ durch Zugabe von Inertsalz schneller.